Euch rufen wir, euch rufen wir. Kommt Seelen, euch hichten wir. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Ein Wispern, ein Raunen im Sinn. Jemand schleicht zum Feuer hin. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll, aber die... Der heilige Boden. Die ihren Flammentypen, die sind ja auch ein bisschen. Wir können das Ritual nicht beenden. Leute, rettet euch! Lauft, wenn euch euer Leben lieb ist! Oh nö. Die Geister hier. Sonst noch was? Das war leicht. Ach, alles ist verloren. Einer der Bauern wird den Hexenjägern von dem Ritual erzählt haben. Dieser Geist, den sie verjagt haben, das ist der Geist deines Vaters, richtig? Er hatte gedroht, wiederzukommen und wird sein Wort sicher halten. Den alten Ambros fürchtet der Weideler nicht. Diese Erscheinung nannte dich einen Vatermörder. Stimmt das? Ja. Wenn ich dir helfen soll, muss ich alles wissen. Warum hast du deinen Vater getötet? Der Weideler möchte nicht darüber sprechen. Du kannst das nicht alleine schaffen. Du hast Angst, so viel steht fest. Die Erscheinung hat Macht über dich. Ich werde ihn vertreiben, ich muss es tun. Aber ich muss wissen, wo er begraben liegt. Der Leichnam ist bestimmt noch nicht zu Staub zerfallen. Das ist ihre Verbindung zur Welt der Lebenden. Ambros liegt im Sumpf. Ja, da muss ich sowieso hin. Ich suche seine Leiche und sehe, was ich tun kann. Das führt mich sowieso zu der Quest, die wir als nächstes machen wollen. Hier noch ein bisschen looten. Das war nicht schwer bisher. Wer weiß, wie schwer der Geist wird von seinem von dem Vater. Hexenjägerschwert. Aber wahrscheinlich kein silbernes. Na, das müssen wir auch mal reparieren. Wenn wir rausfinden, wie wir Schwerter reparieren können, dann mit Reparatursets, aber wo wir die herbekommen, ist die Frage. So, das Schwert unbedingt reparieren. Stahlwaffe, Stahlwaffe. 56 Schaden. 48 Schaden. 26 bis zu 56. Nee, das ist doch noch besser. Nur wie gerade Langschwert. Hat bessere Stats. Gut, dann würde ich mal sagen. Ach so, im Sumpf. Die Hilfdexter sind ja im Sumpf. Na dann auf in den Sumpf. Eine kleine Landbrücke. Ja schon. Richtung Baum. Ja, da ungefähr muss das gewesen sein. Nichts Interessantes hier unten. Sieht nicht so aus. Wie wir die Hexen besiegen wollen, ohne gutes Silberschwert. Ich meine jetzt die ein paar Ertrunkenen hier und die Hexenjäger, das war jetzt
Naja. So schwer war das jetzt nicht. Das war jetzt eher zum Spaß mal. Kreuzdorn. Kann man vielleicht mal irgendwo für gebrauchen. Für einen Trank oder so. Zwei Uhr schon, so lange haben wir gekämpft. Meditieren sollten wir mal. Das ist schlecht. Komm schon, Plätze. Ist das hier nicht das Dorf von den Kindern von der alten Dame? Los, lauf! Ah nee, das ist hier der Fischer. Oder? Bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Wir schwimmen noch ein bisschen. Der Sumpf ist wohl ein bisschen noch. Da drüben ist er. Hier ist der Waisen, das Waisendorf. Eine kleine Schwimmrunde. Ein bisschen Abendsport für Geralt. Ich übe mich um einen einhändigen Trinken. Du hast dann Kraut übersehen. Ich weiß. Da werden wir gleich. Zum Glück mit vollem Energiebalken. Die KP sind. Die HP. Noch weitestgehend vollständig. Wie lange ist die Frage? Wie lange ist noch das ein Lärm? Nicht mehr lange. Komm, Plätze. Wir sollten vielleicht mal losfahren. Losreiten. Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht so viel Bock hier zu sterben. Oh Scheiße, 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 Scheiße. Das ist nicht gut gelaufen. Da müssen wir lang. Ach, was ist, was, wieso, was? Woran? Okay. Wir sind gestorben. Ein paar ertrunken. Ja, passiert. Mal schauen, wo der letzte Checkpoint war. Wahrscheinlich irgendwo auf der Insel dort beim Kreis dort. Im Steinkreis. Müssen wir den ganzen Weg normal machen. Na danke.
Ich hab's gewusst. Nein. Ach so, ich dachte nicht, das ganze Ritual scheint alles normal. Ist verloren. Einer dieser Geist, den sie... Den alten... Du kannst das nicht ab... Ich werde ihn vertreiben. Schnellreise ist hier nicht möglich. Wahrscheinlich nicht. Here we go again. Wenn wir die Boote nur benutzen könnten. Das bringt uns wenig. Ich dachte, das war irgendwie ein Navi. Ah, vielleicht können wir doch Schnellreise machen. Mal zumindest zu dem Dorf hin und dann... Hau ab! Schnell reisen. Ach komm. Hier sterben wir noch nicht so tragisch. Trotzdem kein Bock. Ja, sehr schön. Dann würde ich mal sagen, Plätze kommen her. Und Isa ist auch schnell gereist. Komm schon, Plätze. Gehen wir schnell lang. Müssen wir wohl die Gegner besiegen. Auch nicht alle auf einmal. Ihr Wichser. Ihr Wichser. Das hat ja sehr geklappt, sehr gut geklappt. Oh nein. Flucht.
Schon mal nicht schlecht, aber dann werde ich angegriffen. Einzeln ist das viel besser möglich. Okay, und wie sind die anderen auch gestorben? Sechser sind nur Nutzen. Hier gibt's was zu sehen. Der Sumpf hat Andros Leiche gut erhalten. Auch wenn der Weideler ihm den Kopf eingeschlagen hat. Ich sollte die Leiche verbrennen. Dann müsste der Geist verschwinden. Verlasse die Welt der Lebenden und kehre nie wieder zurück. Sehr gut. Können wir looten? Wenn ihr gleich das verbrannt. Na dann zurück. Zurück mit uns. Auf zum nächsten Schnellreiseportal. Ach komm. Bewerken Angst. Sprich mit dem Weidler. Du müsst ja auf der Insel sein. Deswegen. Ach, hier ist er. Okay, dann ab nach Schwarzzweig. Schnellreisen sind von Nutzen. Ah, das ist hier das Dorf mit Hanna aus dem Wald. Ja, die. Los, los! Der Dorf nicht Corona. Nicht Corona. Oha, let's go. Bräuchten wir wieder was zu essen gleich. Eine anderweitige Heilung. Hallo Weidler. Wo steckt er? Hier steckt er. Weißer Wolf, weißer Wolf. Was braucht der Wolf? Ich habe die Leiche deines Vaters gefunden. Ich musste sie verbrennen. Eine gute Tat. Er wäre sicher zurückgekommen. Der Geist wird wahrscheinlich nicht zurückkehren. Vielen Dank, Exon. Hier ist eine Belohnung für deine Hilfe. Und solltest du jemals Kräuter oder Heilmittel brauchen für wenig Geld, bekommst du sie von mir. Okay, sag mal, was du hast. Weißer Wolf, weißer Wolf. Erfahrungspunkt 50. Kronen 50. Ich könnte ein paar Zutaten für Tränke gebrauchen. Was hast du denn da? Aha. Zutaten für Tränke. Ich brauche vor allem Silberschwert. Das hat er aber wahrscheinlich nicht. Und wir haben kein Geld.
Kommen häufig Leute aus dem Dorf her? Oh, wenn sie Hilfe brauchen, kommen sie zum Weidelau. Hilfe wobei? Wenn die Toten ruhelos sind, muss Frieden gemacht werden. Doch sie müssen bis zum Ahnenfest warten. Oder wenn ein böser Geist in einem Haus umgeht, den kann der Weideler austreiben. Und wenn ich einen Liebestrank bräuchte? Dann müsstest du zur Hexe gehen. Das ist des Weidelers Sache nicht. Bis dann. Eine Reiseziel ist gelegt. Es scheint wohl immer noch die Standard-aktualisierte Quest zu sein. Nach Novigrad wollen wir aber erstmal. Skellige ist noch später, das ist da. Kommen wir später drauf. Nebenquest, jetzt haben wir hier noch. Vorerst den Forstkampf können wir auch noch machen. Das wäre nicht schlecht. Und dann Buckelsumpf, da müssen wir hin. Durch den Baron in Niederwirr. Niederwürde, da waren wir doch gerade eben. Ja, ist das Dorf. Und Schwarzzweig gibt es in den Ringkampf. Und wir gleich in Ecke. Können wir hinmarschieren. Laufen wir zu Fuß. Bitte, meine Herren, schnell ist ein Ringkampf. Flink wie ein Vater. Da die Leute hier Feiglinge sind, ist wieder ein Fremder mutig genug. Schlag mich nicht, Herr. Nimmst du am Turnier teil? Ein bisschen ehrlicher Faustkampf, um die Lungen und Gedärme freizukriegen? Aber ich warne dich, Jonas kann sehr wild sein. Naja. Ja. Auch gerne, verstehst du? Was meinst du? Setz 10. Na schön, mal sehen, wie wild Jonas ist. Immer Faustkampf. Werde Zeuge der epischen Schlacht zwischen Jonas und dem Vagabunden. Vagabund. Sagt er. Und fertig. Das ging schnell. Der Vagabund hat Jonas besiegt. Sehen wir da den Aufstieg eines neuen Meisters in Velen? Wer weiß. Es bleibt noch Stan Fischfresser. Besiege ihn. Los! Bisher war es nicht schwer. Ja. Fischfresser, wo ist er? Wo finden wir den? Lindenthal. Hier will ich eine Schnellreise wagen. Schnellreise. So, wo ist der Kampf? Hier ist der Kampf. Ein grauhaariger Typ wie du muss ja Erfahrung haben. Wie nennt man dich? Kannst du kämpfen? Geralt. Und ja. Dann hopp auf die Liste, mein Freund. Bin bereit. Na, dann sitzen wir doch mal. 30. Bereit. Was soll's? Ihr Leute, Fischfresser hat endlich einen Gegner gefunden.
Genau jetzt und hier, auf dem Feld der Ehre, wird er niemand anderem begegnen als Geralt von Riva, dem Hammer. Was soll es schon passieren? Na komm her. Auf ein Wort vor dem Kampf, Meister. Bitte. Der Schnitt auf deinem Gesicht sagt alles. Was bin ich gegen dich? Ich will auch nur leben. Die Flüsse sind leer, es gibt keine Fische mehr zu fressen. Und der Sieger kriegt einen Sack Mehl. Zeig etwas Mitleid. Lass dich besiegen. Ich habe 30 Einsatz gegeben. Ich denke nicht dran, absichtlich zu verlieren. Wenn du gewinnen willst, musst du mich schlagen. Oha. Das ist aber eine Nummer. Ach du Kacke, wir werden das verlieren. Was soll denn das sein? Und besiegt. Ja, wir hätten es ahnen können. Der Hexer hat dem Fischfresser die Fassade neu ausgerichtet. Fast war es eine herzerwärmende Renovierungsmaßnahme. Zeit, gegen den Feldwebel anzutreten. Der ist in dieser Gegend Meister. Du findest ihn in Krähenfels. Aha. Es hat gerade ein bisschen gebackt. Soll ich meinen Mann zum Fluss schicken? Vielleicht fängt er ja was. Was mit dir los? Was soll aus mir werden auf meine alten Tage? Ein Bauernrüpel verwehrt mir ein Dach über dem Kopf. Ich bin die Tochter eines Edelmannes. Mein Bruder und ich, wir haben das Herrenhaus jahrelang verwaltet. Was ist mit ihm passiert? Eines Tages kam ein Reisender, ein Jäger. Wir haben uns verliebt und kurz darauf geheiratet. Wir wollten das Herrenhaus verlassen. Mein Bruder war beleidigt und hat mich nicht mal verabschiedet. Jahre später kam ich zurück, habe ihn aber nicht gefunden. Die Leute sagen, Monster hätten sich in unserem Haus eingenistet. Mhm. Wenn's nur das ist. Ich könnte mich um die Monster kümmern. Du bist ein Hexer, richtig? Kein normaler Mensch würde das tun. Keine Sorge. Für mich sind alle gleich, solange sie ehrlich sind. Das Haus liegt östlich von hier. Nimm den Schlüssel. Wenn du die Bestien vertrieben hast, such nach einer Truhe. Das ist mein Schatz, mein Erspartes. Es gehört dir. Was ist mit dir? Ich brauche nur ein Dach über dem Kopf. Und wenn's notwendig ist, kann ich andere Erbstücke verkaufen. Ihr Hexer arbeitet ja nicht umsonst. Ich würde dich nie ohne ehrliche Bezahlung gehen lassen. Die Götter beschützen dich. Dann machen wir mal das. Ich habe meine Kleinen gestern zum Pilzepflücken geschickt. Wenn es nicht zu weit weg ist. Ja gut. Krähenfels. Das ist die andere Quest, oder? Das ist die. So. Hier müssen wir hin, Krähenfels. Das ist wahrscheinlich die andere Quest, dann lassen wir die erstmal außen vor. Machen das dann irgendwie wann anders oder ich weiß auch nicht. Wo sind die Wachen hin? Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark? Meine Vorräte. Schwerter hast du nicht. Zeig mir deine Waffen. Nicht wirklich. Leb wohl. Ein Sattel hat er. Komm näher! Nicht so zurückhalten!
Du wirst sehen, dass ich... So sehen wir uns wieder, Meister. Zeig mal, was du anzubieten hast. Quasi nix. Bis dann. Okay. Dann braucht er ein bisschen. Du bist ja standrot. Beweg dich. Ich komme gar nicht zu atmen. Vielleicht auch nicht. Okay, wo gibt's den Ringkampf? Im Feldwebel. Wo bist du, Feldwebel? Dings, Biberich. Du hast einen Beruf. Das bedeutet weniger Hunger für dich. Sag euch, wo die Leute. Ja. 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 Nicht zu den Männern. Also, wo soll ich mich eintragen? Wer weiß. Und du halt jetzt das Maul. Spar dir dein Messer ohne Schwert ist wie ein Schwert. Früher kamen am Markt Wagen mit Kurven, sie anfangen. Na klar. Bin bereit. Thank you.